Es ist der 3. Februar 1947 in Hamburg, Deutschland. Dem ehemaligen Personal von Ravensbrück, dem größten Konzentrationslager für Frauen in Nazi-Deutschland, werden ihre Urteile verlesen. Nach fast 2 Monaten grauenhafter Zeugenaussagen lernt die Welt nun endlich die Wahrheit über die unmenschliche Misshandlung und Folter durch die Aufseherinnen und Aufseher im Lager während seines 6-jährigen Bestehens. Von 16 Angeklagten werden 11 zum Tod durch den Strang verurteilt. Eine von ihnen ist Greta Bösel. Greta Bösel wurde am 9. Mai 1908 in Wuppertal-Elberfeld, damals Teil des Deutschen Reichs, als Greta Müller geboren. Sie war eine ausgebildete Krankenschwester und verheiratet. Greta Bösel war nur 24 Jahre alt, als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 vom deutschen Präsidenten Paul von Hindenburg zum Kanzler von Deutschland ernannt wurde. Es war der wirtschaftliche Zusammenbruch Deutschlands während der Großen Depression ab 1929, der am meisten zum Erfolg der NSDAP beitrug. Die Krise führte zu weit verbreiteter Arbeitslosigkeit und Armut und einem Anstieg der Kriminalität. Die daraus resultierende Wut machte die Deutschen anfällig für Argumente sowohl der extremen Rechten und extremen Linken. Eine dieser Deutschen war Greta Bösel. Nachdem Adolf Hitler die Macht übernommen hatte, konnte man der Propaganda der Nazis in Deutschland nicht mehr entkommen. Josef Goebbels, der Propagandaminister, erschuf einen Personenkult, der Hitler als Deutschlands unfehlbaren Retter inszenierte. Die nationalsozialistische Propaganda dominierte die Presse, Filme, Radio und den öffentlichen Raum. Überall tauchten Porträts und Statuen von Hitler auf. Und jede größere oder kleinere Stadt benannte eine Straße oder einen Platz in seinen Ehren. In der Öffentlichkeit wurde von Deutschen erwartet, Hitler zu loben und den sogenannten deutschen Gruß Heil Hitler zu verwenden. Die Propaganda durchdrang auch die Lehrpläne und Kinder lernten in den öffentlichen Schulen Lobeshymnen auf Hitlers Führung. Das erste Konzentrationslager, Dachau, wurde im März 1933 errichtet, nur 2 Monate nachdem Hitler Kanzler geworden war. Zwischen 1933 und 1939 brachte das NS-Regime radikale und demütigende soziale, wirtschaftliche und kommunale Veränderungen für die deutsche jüdische Gemeinschaft. 6 Jahre nationalsozialistische Gesetzgebung hatten die jüdischen Bürger Deutschlands an den Rand gedrängt und Juden aus Berufen und dem Geschäftsleben vertrieben. Nach der Reichspogromnacht, bekannt als Kristallnacht, am 9. und 10. November 1938 kam es zu koordinierten gewalttätigen Ausschreitungen gegen Juden in ganz Deutschland und den annektierten Gebieten. Tausende Juden blieben in Konzentrationslagern interniert und Anfang 1939 hatten nur noch 16% der jüdischen Ernährer irgendeine Art von festem Einkommen. Während im Januar 1933 noch 522.000 Juden nach religiöser Definition in Deutschland lebten, emigrierten etwa 304.000 von ihnen in den ersten 6 Jahren der NS-Diktatur. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939, als Nazi-Deutschland Polen überfiel. Im selben Jahr trat Greta Bösel der NSDAP bei und nahm 1940 eine Stelle bei der Continental AG in Hannover an. Im August 1944 schickte ihr Arbeitgeber sie in das Konzentrationslager Ravensbrück, um sie zur Aufseherin auszubilden. Ravensbrück, das im Mai 1939 gegründet wurde, war das einzige größere Frauenlager, das von den Nazis errichtet wurde. Das Lager Ravensbrück wurde sowohl von SS-Männern, die als Wachen und in der Verwaltung arbeiteten, als auch von 150 Frauen, die als Aufseherinnen arbeiteten, betrieben. Diese Aufseherinnen waren entweder SS-Freiwillige oder Frauen, die die Arbeit wegen der guten Bezahlung und Arbeitsbedingungen angenommen hatten. Ravensbrück verfügte auch über ein Ausbildungslager für SS-Aufseherinnen, die von Dorothea Binz unterrichtet wurden, einer sadistischen und grausamen Nazi-Offizierin und Aufseherin, die ihren Auszubildenden beibrachte, wie sie mit den Gefangenen, die sie beaufsichtigen sollten, umzugehen hatten. Diese Häftlinge mussten arbeiten, bis sie starben, und Aufgabe ihrer Aufseher war es, ein Maximum an Arbeitskraft aus ihnen herauszuholen, solange sie noch lebten.
Ravensbrück wurde so zu einem Ausbildungszentrum oder einer Schule der Gewalt für etwa 3500 Aufseherinnen, die später entweder dort oder in anderen Konzentrationslagern arbeiteten. Ab Sommer 1942 unterzogen SS-Ärzte die Häftlinge in Ravensbrück sittenwidrigen medizinischen Experimenten. Der Hauptkoordinator dieser Experimente war Karl Gebhardt. Er wurde von den Ärzten Hertha Oberhäuser und Fritz Fischer assistiert. Das Ärzteteam brach den weiblichen Häftlingen mit einem Hammer die Beine. Dann infizierten sie die offenen Wunden mit aggressiven Bakterien und überwachten die Heilung. Dies geschah mit und ohne den Einsatz verschiedener chemischer Substanzen wie Sulfanilamid, einem frühen Antibiotikum, das Infektionen verhindern sollte. In der Überzeugung, dass dies bei der Behandlung amputierter Soldaten hilfreich sein könnte, testeten sie auch verschiedene Methoden zum Einsetzen und Verpflanzen von Knochen. Zu diesen Experimenten gehörten auch Amputationen, die oft ohne Betäubung durchgeführt wurden. Die SS wählte fast 80 Frauen, meist Polinnen, für diese Experimente aus. Viele der Frauen starben an den Folgen. Diejenigen, die überlebten, trugen oft bleibende körperliche Schäden davon. SS-Ärzte führten auch Sterilisationen an Frauen und Kindern durch, darunter viele Romja, um eine wirksame Methode zur Sterilisation zu entwickeln. Sie waren an Zwangsabtreibungen von Frauen beteiligt, die bereits im 7. oder 8. Monat schwanger waren. Und sie waren dafür bekannt, dass sie Neugeborene töteten oder schwangere Frauen schlugen, um Fehlgeburten auszulösen. Im November 1944 war Greta Bösel zur Arbeitseinsatzleiterin aufgestiegen, was bedeutete, dass sie unter denjenigen war, die entschieden, welche Gefangene zu schwach zum Arbeiten waren und direkt in die Gaskammern geschickt werden sollten. Die Frauen, die zu krank, nicht mehr effizient oder über 52 Jahre alt waren, wurden in das Konzentrationslager Uckermark geschickt, um zu sterben oder getötet zu werden. Für sie verdiente es eine Gefangene, die nicht mehr arbeiten konnte, zu sterben. Einmal sagte sie zu einer anderen Aufseherin: „Wenn sie nicht mehr arbeiten können, lass sie verrotten." Später wurde sie zur Berichtaufseherin befördert. In dieser Position organisierte sie die täglichen Appelle aller Häftlinge, stellte die Arbeitskommandos zusammen und war für die allgemeine Disziplin verantwortlich, die sie durch brutale Bestrafung der Gefangenen aufrechterhielt. Nach Bösels Aussage in der Nachkriegszeit wurden Häftlinge wegen Diebstahls von Lebensmitteln, Lügen und Arbeitsverweigerungen bestraft. Anfang 1945 infizierte sie sich mit Typhus und konnte bis Mitte März 1945 nicht arbeiten. Als sich die russische Armee dem Konzentrationslager Ravensbrück näherte, flohen sie und ihr Ehemann gemeinsam mit anderen leitenden Angestellten nach Westen in Richtung der anrückenden britischen und US-amerikanischen Truppen und sie wurde im April 1945 verhaftet. Insgesamt durchliefen etwa 132.000 Frauen aus ganz Europa das Lager, darunter Polinnen, Russinnen, Jüdinnen, Romja und andere. Von dieser Zahl starben mehr als 92.000 Frauen. Als das Lager am 30. April 1945 von der Roten Armee befreit wurde, waren noch etwa 3.500 kranke Frauen, Männer und Kinder im Lager. Nach Kriegsende holte die Gerechtigkeit Greta Bösel endlich ein. Sie wurde im ersten Ravensbrück-Prozess angeklagt, der am 5. Dezember 1946 begann. Gemeinsam mit 15 anderen Angeklagten wurde sie der Mitverantwortung für und der Beteiligung an den Verbrechen in Ravensbrück angeklagt. Im Prozess machte sie widersprüchliche Aussagen über ihre Rolle bei der Selektion der Gefangenen für die Gaskammer. Bösels Anwalt, der auch Dorothea Binz, eine andere Aufseherin, vertrat, reichte im Namen seiner Mandantin ein Gnadengesuch ein. Er argumentierte, dass Greta Bösel nur aufgrund einer Zwangszuweisung nach Ravensbrück gekommen wäre und dort nur für 3 Monate mit begrenzten Aufgaben betreut gewesen war. Zahlreiche Zeugen sagten jedoch gegen Bösel aus und am Ende halfen ihre Lügen ihr nicht, der Justiz zu entkommen. Am 3. Februar 1947 befand das britische Militärtribunal Greta Bösel der Misshandlung von Insassinnen, des Mordes und der Teilnahme an der Selektion für die Vergasung für schuldig und verurteilte sie zum Tode durch den Strang.
Bösel war 38 Jahre alt, als sie am 2. Mai 1947 um 9.55 Uhr von Albert Pierpoint gehängt wurde. Für Greta Bösel wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.